Alexa, was gibt's Neues? Wissenschaftler haben eine neue Studie veröffentlicht, die besagt, dass sich 97% der digitalen Natives selbst überschätzen. Hey Siri, füge Milch zu meiner Einkaufsliste hinzu. Okay, ich habe Milch zu deiner Einkaufsliste hinzugefügt. Willkommen zurück bei Radio Kolibri. Eine neue Studie zu Digital Natives hat interessante neue Erkenntnisse hervorgebracht. Die Forscher haben unter anderem herausgefunden, dass Digital Natives eine geringere Aufmerksamkeitsspanne haben. Hören Sie heute um 18 Uhr ein Interview mit den Forschern exklusiv bei uns. Bis dahin, gute Fahrt und kommen Sie gut an. Hallo Herr Schmidt. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Ja, gerne, natürlich. In Ihren Bewerbungsunterlagen steht, Sie haben bereits Erfahrung mit dem Testen von Apps. Was verstehen Sie denn unter TDD? Ja, also ich habe schon mit App-Entwicklung gearbeitet und unter TDD versteht man die testgetriebene Entwicklung. Also zuerst wird der Test entwickelt und danach das Programm. Wir arbeiten hier im Haus mit Scrum. Haben Sie damit schon Erfahrung? Mit Scrum habe ich auch schon in dem bisherigen Unternehmen gearbeitet. Und da haben wir auch agil im Projektmanagement zusammengearbeitet. So, Herr Schmidt, vielen Dank für das gute Gespräch. Ich werde mich bei Ihnen melden. Dann noch einen schönen Tag Ihnen. Ihnen auch, Dankeschön. So eine Scheiße hier, ey. Verdammt! Servus. Hallo. Buh, hast du dich verlaufen? Ja, ich möchte nach Hause, aber ich kenne den Weg leider nicht und mein Akku ist leer. Schau mal, hier sind wir. Und da lang musst du gehen, nach Musbach. Also hier lang. Die Richtung? Dankeschön. Da bist du ja wieder. Hast du den Weg nicht gefunden? Dann rufst du halt deinen Vater an.